Hallöchen Leute, hier, so jetzt sagst du, wir spielen weiter mit Fell und Fia und ja, wir sind vor dieser. Railroads? Ja, genau, Railroads. Hauptquartier, weil wir haben diese letzte Folge ein Prototyp zurückgeholt. Ich bin diesmal ohne Rüstung, wie ihr seht. Kann man sehen? Ja, ohne Rüstung. Weil ich habe einen Fusionkern und ich will die Fusionkern ein bisschen sparen. Ja, mit dieser Rüstung ist viel sicherer. Das stimmt. Aber die Fusionkern ist echt verdammt teuer. Wenn man kaufen. Und der Neue hat mich zusammengeflickt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Er hat gesagt, dass er nicht sein Leben für unsere Sache aufs Spiel setzen würde. Taten sprechen deutlich lauter als Worte. Okay, verstanden. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Ja, schon. Die Wahrheit zählt. Ausweichen. Ditten lügt. Zum Großteil, aber es waren nicht 100 und Deacon hat mich die ganze Zeit über begleitet. Wir schmücken also mal wieder die Wahrheit aus, nicht wahr? Sie hätte mir das abgekauft. Mach dir nichts vor, aber trotzdem, ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Juhu! So. Warum sollte ich beitreten? Nee, unsicher. Nicht bereit. Der Röder anschließen. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Professor? Kein Codename. Oh. Ausputzer. Ausputzer. Ja, genau. Okay, Ausputzer. Nennt mich Ausputzer. Ausputzer passt bestens. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestbehüteten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet. Juhu. Nice. Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch, also gibt es eine Menge für dich zu tun. Ja, das war mir schon klar. Hört mal alle hier. Das hier. Sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Schön, dich an Bord zu haben. Bevor du bei uns eingestiegen bist, wolltest du bei etwas meine Hilfe. Ich bin ganz Ohr. Kannst du dir mal diese Baupläne anschauen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Deshalb diese Sache mit dem Runner-Chip. Du brauchtest die Frequenz, schätze ich. Wieso? Was macht diese Maschine? Molekulation, Transportmittel. Hilf mir einfach.
Es ist kompliziert, Teleportation. Das Institut nutzt Teleportation, um rein- und rauszukommen. Mit dem Fänger können wir ihr Signal kapern und mich stattdessen durchschicken. Wir versuchen schon seit Jahren, mehr über Transportmöglichkeiten des Instituts rauszufinden. Viele gute Agenten haben ihr Leben gelassen. Alles vergebens. Dank dir haben wir endlich die Antwort. Teleportation. Dass das Institut so etwas... Naja, machen wir uns an die Arbeit. Das hat jetzt oberste Priorität. Ich will, dass Tüfteltom dir hilft, damit dieses Gerät so schnell wie möglich fertig wird. Nice! Wo ist der? Da. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt er es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Hilf, um zu helfen? Hier, um zu helfen? Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stock, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Zünd. H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Was ist ein toter Briefkasten? Gott im Himmel, ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist... Hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Verstanden. Verstehe. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Okay, nächste Mission, nächste Glück. Mal sehen, was in dieser Mission. Und? So. So, das haben wir schon. So, scheiße, muss ich immer. Wenn den Headset sehe ich nicht, wo muss ich. Wer, was für Taste muss ich drücke ich? Ah, lol. Ich weit. Puh. So, jetzt. Nein, 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 nein.
Also so schlimm war er auch nicht. Da sollte irgendwas sein. Nice. Das ist wie eine Schrotflinte, finde ich. Aber irgendwie geiler. Lol. Ich muss reingehen. Nur ich. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Warum fragst du? Gegenzeiger. Ich hab keins. Ich hab einer. In meinem Pip-Boy ist ein Geigerzähler integriert. Was für ein Glückspilz du doch bist. Du musst dir nie Sorgen machen, versehentlich an verstrahlte Orte zu gehen. Lass es mich bitte wissen, wenn du dieses Scheiße. Prachtgerät je verkaufen möchtest. Hallo. Ah, du bist wegen dem Geigerzähler hier? Warum fragst du? Keine, habe ich keins. Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Brauchst du Hilfe? Du bist der, der Hilfe braucht, nicht wahr? Die brauche ich tatsächlich. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Okay, warum? Warum geht es für alle Pakete hier los? Bin mir nicht sicher, ob ich dir das sagen soll, wenn du dir das nicht selbst beantworten kannst. Ich helfe dir. Da könntest du doch zumindest meine Frage beantworten. Wenn ein Paket den Hersteller verlässt, geht es an einen bestimmten Ort. Dieser wechselt. Aber im Moment ist er hier. Werde ich also kompromittiert, trocknet die gesamte Lieferkette aus. Klingt ja wichtig. Hört sich an, als wäre Bunker Hill ein wichtiger Ort. Wohl sogar der wichtigste. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... Ort der Lieferung Wechsel oder? Nur eine Schläger. So gut wie Dann erledigt. muss ich also nur ein paar Raider umnieten? Schon erledigt. Ich mag dich jetzt schon. Die Lieferungen sollen nachts stattfinden. Wenn du also alle unerwünschten Elemente vor dem Abend beseitigst, können wir sie noch heute durchführen. Wir sehen uns. Okay. Gut, aber wo? Am Abend. Ist schon gleiches Tag, also morgens muss ich die alle erledigen. Gut. Aber wo sind jetzt diese Treffpunkte? Hallo?
So. Okay, aber nicht weit her. So, Volltreffer. Ja, wenn es ist auf Teile gegangen, dann meine ich meine Schuld. Er wollte so. Ich kann ihm das nicht sagen. So. Okay. Also ist eigentlich nicht mein Ansatz. What? Nein! Ohne den Rüstung bin viel schwächer, ohne Scheiß. Ah, toll. Ah. Gott sei Dank, ich hab gedacht, muss ich mit ihm noch reden. Richtig? Ja, richtig. Geradeaus muss ich gehen. Jupp. Da bist du tot. Nein. Lol. Okay. Schauen wir kurz auf unsere Kleidung. Aha. Alles? Okay, alles. Guten Tag. Oh, das nehme ich. So, jetzt muss leider muss ich noch mal schauen. Und das sieht nice aus. Das auch haben schon.
Das nehme ich. Das nehme ich. Komm, das auch. Das. Komisch, die Raider sind hier tot. Aber wieso? So. Also das wollte ich, das ist echt verdammt schwer. Ja, für dich schon. Ich lebe noch. Treffpunkt wurde gesäubert. Gut. Hallo. Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H222. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Aha. Kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Und erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Okay. H2. Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn ich nichts sage. Ich will dich keiner weiteren Gefahr aussetzen. Ganz ruhig. Nicht schießen. Ausputzer, richtig? Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Zeichen. Paket. Muss los. Railroad. Hast du einen Geigerzähler? Oh, ganz recht. Meiner ist in der Werkstatt. Gut so. Jetzt schauen wir uns mal unseren okay. Freund an. Hey, du. Alles in Ordnung? Ein bisschen nervös. Aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Mir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Meine Gesichter. Machst du es? Machst du es? Der Auftrag. Ich erledige die Raider. Mehr Raider? Kein Problem. Ihr schweren Kaliber aus dem Hauptquartier macht keine halben Sachen. Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Okay. Nett von dir. Gehen wir. Okay. Ticonderoga, wir kommen. Ich gehe vor. Boah. Diese Mission gefällt mir ja langsam.
Wow. Okay, ich mache jetzt Special Aktion. Red, red. Gut. Weil ich bin unsterblich. H2. Da ist. Sieben. Boah, lol. Wo ist es Red? Nein. Red X. Hä? Genau, das habe ich gesucht. Ah, da. Ah, scheiß Hund. Komm, jawohl. Oha. Warum? Weil die sind blöd und wollen sie uns besiegen. Jawohl, einer weg. Komm.
Weg da! Ah, das ist der. Okay, alles gut. Das war ein Kampf. Leute. So Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächste Video.